So ihr Lieben, unter meiner letzten Was-wäre-wenn-Video-Premiere habe ich euch abstimmen lassen, welches Was-wäre-wenn-Szenario möchtet ihr als nächstes haben. Und ihr habt abgestimmt, ey, es wäre doch mal ganz interessant herauszufinden, was wäre, wenn wir im allerersten Jurassic Park-Film nicht den T-Rex, sondern den Giganotosaurus gehabt hätten. Ihr habt mir diese Frage gestellt, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und werde euch jetzt hier in diesem Video erklären, wie genau das Szenario anders abgelaufen wäre. Viel Spaß mit diesem Chaos-Theorie-Video. Okay, vielleicht fangen wir einfach mal mit der grundlegendsten Frage an, die ihr euch alle schon gestellt habt. Wo ist dein komischer Pop-Up-Filter hin für das Audio? Der ist da vorne. Den könnt ihr jetzt nicht mehr sehen. Trotz allem wirkt er jetzt gerade hier drauf ein. Somit haben wir, glaube ich, das Problem aus der Welt geschafft. Diejenigen unter euch, die hier auf dem Kanal Mitglied sind, haben ja schon meinen kleinen neuen Vlog gesehen, wo ich euch so ein bisschen mit auf meine gedankliche Reise genommen habe, was denn da jetzt eigentlich so die Problematik an der ganzen Nummer ist, sich vorzustellen, was denn wirklich gewesen wäre, wenn der Giganotosaurus anstatt der T-Rex im Jurassic Park gewesen wäre. Ich erkläre es jetzt hier nochmal ganz kurz für all diejenigen, die eben nicht in der Kanalmitgliedschaft drin sind. Im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass der Giganotosaurus relativ wenig beleuchtet wurde und das, was wir von dem Tier in Jurassic World Dominion gesehen haben, ist im Endeffekt alles sehr fragwürdig. Ich meine, wir haben den Giganotosaurus gesehen, wie er den T-Rex vor 65 Millionen Jahren getötet hat. Hier ist soweit alles noch in Ordnung. Ja, ich weiß, die beiden hätten sich nicht treffen können, weil die in anderen Zeitepochen gelebt haben. Vollkommen egal, in der Welt von Jurassic World und Jurassic Park war das eben so. Dann sehen wir den Giga später nochmal, wo er von Ramsay vorgestellt wird und dann geht die Kamera runter ins Biosyn Valley und der Giga schläft einfach nur. Und dann sehen wir das Tier erst nochmal mit einer sehr geilen, das meine ich wirklich ernst, sehr geilen animatronischen Figur, wie er eben dann vor unseren Helden auftaucht und sich so ein bisschen komisch bewegt. Also die ganze Szene haben wir auch schon mal zusammen mit dem lieben Pandaman analysiert und wir kamen irgendwie auf keinen gescheiten Nenner. Also der Grund, warum sich das Tier so seltsam in Jurassic World Dominion bewegt, ist ganz einfach der Punkt, dass man hier unbedingt diese animatronische Puppe benutzen wollte, die übrigens auch die schwerste animatronische Figur im gesamten Jurassic-Franchise ist. Aus dem Grund hat man es irgendwie dann aber nicht geschafft. Ich meine, in Jurassic Park 1 haben sie es ja auch besser hinbekommen. In Jurassic World Dominion haben sie es aber irgendwie nicht geschafft, das Tier agil wirken zu lassen. Der wirkt sehr behäbig, er wirkt auch ein bisschen dümmlich. Also es gibt diese Szene, wo wir eben auch nicht ganz genau verstehen, warum sieht er die Leute jetzt nicht. Er schaut sie an, die bewegen sich, sogar wenn man jetzt darauf eingehen würde, dass Dr. Alan Grant und Owen aus irgendeinem Grund sagt, don't move, was keinen Sinn ergibt. Sogar dann würde der Giga die doch jetzt aber hier sehen müssen. Aber er greift nicht an. Erst in dem Moment, als unsere Hauptfiguren dann wirklich, naja, hektisch werden und wegrennen, rennt er dann irgendwann auch auf Maisie zu, als er dann vor ihren Malcolm steht und der mit dem Feuer vor ihm rumfuchtelt. Auch da reagiert er auf einmal dann sehr viel agiler und sehr viel schneller. Mir ist bei der Idee für dieses Video irgendwie der Vergleich zwischen einem Giganotosaurus aus dem Jurassic-Universum, also dem Giga, den wir jetzt eben hier kennen, und einem Piranha aufgetreten. Also in meiner Vorstellung, während ich überlegt habe, woran mich das Ganze erinnert. Und bei dem Thema Piranha bin ich dann auch irgendwie hängen geblieben und habe mich da auch mal informiert, wie jagen denn Piranhas eigentlich? Wenn ihr Piranhas schon mal gesehen habt, die dümpeln eigentlich immer sehr still, ohne Bewegung im Wasser rum, sind aber dann doch bekannt als grausame Fleischfresser. Irgendwie hat mich das Verhalten auch sehr an den Giga erinnert, weil auch der Giga, quasi wie ein Piranha, sich sehr ruhig und sehr behäbig und sehr, sehr langsam eben bewegt. Wir haben noch eine Szene mittendrin im Film, fällt mir gerade ein, wo der Giga nochmal den T-Rex ganz kurz ärgert, aber die gibt uns auch nicht wirklich mehr Informationen über das Tier. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, ob es denn Sinn macht, in diesem Universum, dass der Giganotosaurus ein Jagdverhalten wie ein Piranha hat. Und ich bin zum Entschluss gekommen, ja, das passt. Piranhas, so habe ich mich zumindest informiert. Ich habe euch auch mal die Quelle, die ich jetzt hierfür benutzt habe, unten in die Kommentare reingesetzt. Unter anderem eben einmal einen Link, wo ihr etwas über Piranhas selber lesen könnt und einen Link, wo ich mir eine Doku über Piranhas über YouTube angeschaut habe. Und hier wurde ganz klar gesagt, dass Piranhas sehr nervös und sehr hektisch und eben auch sehr aggressiv auf schnelle, hektische Bewegungen reagieren. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein Piranha-Becken vor sich hat und die machen eigentlich nichts und plötzlich schmeißt du dann so ein Stück Fleisch rein, dann reagieren die Tiere einfach reflexartig und greifen an. Dasselbe Verhalten können wir einfach auch beim Giga feststellen, denn auch der scheint erst dann anzugreifen, als die gesamte Situation wirklich eine Art von Stressimpuls in ihm auszulösen scheint. Das heißt, der Giga in diesem Jurassic-Universum, wir gehen wie gesagt weg von der Wissenschaft, weg von allem, was man über das Tier wirklich weiß, wir bleiben im Jurassic-Universum und nehmen das Verhalten eben vom Giga und transportieren das jetzt auf den Giga, den ich in Jurassic Park 1 reinpacken will. Das ist für mich relativ wichtig, dass ich irgendwie ein Grundverhalten dieses Tieres habe, um diese seltsame Szene irgendwie verstehen zu können.
Ich hoffe, das ist auch für euch in Ordnung, aber ich finde wirklich, der Vergleich zwischen Piranha-Jagdverhalten oder generell Verhalten und eben dem Giga, wie wir ihn jetzt hier in dieser letzten Szene sehen, macht einfach Sinn. Gut, langes Vorwort, in diesem Sinne fangen wir jetzt an mit dem Video. Viel Spaß. Erneut befinden wir uns also im Szenario von Jurassic Park 1 und wir müssen jetzt hier nicht den ganzen Film nochmal von vorne aufwirbeln. Schauen wir uns also erstmal an, wie es denn ein Giganotosaurus hätte in den Jurassic Park schaffen können. Denn im Endeffekt müssen wir hierbei auch immer wieder betrachten, hier in diesem ganzen Was-wäre-wenn-Szenarien beschäftigen wir uns immer wieder mit der Chaos-Theorie, quasi mit der Frage, welche kleine Stellschraube müsste anders gedreht worden sein, damit dies und das passieren kann. Also was hätte im Szenario von Jurassic wirklich passieren müssen, dass wir anstatt den T-Rex den Giganotosaurus im Jurassic Park gehabt hätten? Und hier ist die Antwort tatsächlich relativ simpel. Spulen wir das Ganze nämlich nochmal 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit zurück und schauen uns eben nochmal den Kampf an, Tyrannosaurus Rex gegen Giganotosaurus. Hier sehen wir ja im Film Jurassic World Dominion im 5-Minuten-Prolog, wie der Giga den T-Rex tötet, sich dann daraufhin ein Moskito auf den T-Rex setzt, ihm das Blut absaugt und dann eben später im Verlauf der Geschichte im Bernstein hängen bleibt und dann eben, naja, zu John Hammonds Bernsteinstöckchen später wird. Ja, das hier ist auch wirklich der Moskito, aus dem später die Wissenschaftler die ganze Dino-DNS herausextrahieren. Ein Grund, warum der Tyrannosaurus Rex mit im Jurassic Park ist, ist nicht einmal zwingend der, dass der T-Rex eben der bekannteste Fleischfresser aller Zeiten ist. Nein, ein Grund ist der, dass der Tyrannosaurus mitunter am meisten Genom in diesem Moskito übrig gelassen hatte. Logischerweise, weil der Moskito eben auch den T-Rex gestochen hatte. Was wäre aber, wenn das Ganze andersherum abgelaufen wäre? Was wäre passiert, wenn anstatt der T-Rex der Giganotosaurus gestorben wäre? In diesem Fall hätte sich der Moskito auf den Giga gesetzt, hätte dem Giga DNS abgezapft. Dieser Moskito wäre dann eines Tages von Injun gefunden worden, die hätten die DNS vom Giga aus dem Moskito heraus extrahiert und hätten dann gemerkt, Moment, die DNS-Kette vom Giganotosaurus ist noch relativ gut vorhanden, zwar nicht ganz komplett, nein, auch hier müssen wir mit Frosch-DNS die DNS-Kette komplementieren, aber trotz allem hat der Giga eben, so wie im Originalfilm der T-Rex, am meisten DNS hinterlassen. Genau aus diesem Grund könnte John Hammond auf den Gedanken gekommen sein, dass dieses Tier definitiv mit unter den ersten Dinosauriern sein muss, die wir erschaffen. Macht ja auch irgendwo Sinn, weil wir eben hier am wenigsten weiter mit extrahieren mussten an fremder DNS. Und ich weiß, dass im Original, im Buch war es glaube ich so, dass die allerersten Dinosaurier, die geklont wurden, waren glaube ich nicht mal der T-Rex. Es war, glaube ich, ein Triceratops und ein Velociraptor. Ich hoffe, ich kann es hier mal einblenden. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Was aber daran gelegen hat, dass die ganze Prozedur, den T-Rex zu erschaffen, sehr lange gedauert hat. Das heißt, in diesem Was-wäre-wenn-Szenario hätte John Hammond die DNS des Giganotosaurus gefunden und hätte sie, ähnlich wie jetzt im Film mit dem T-Rex, mit Frosch-DNS komplementiert und dann eben das Tier gezüchtet. Also wären auch hier Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm zusammen mit dem Anwalt Donald Tonero auf die Insel Isla Nublar gereist, um den Jurassic Park abzusegnen. Nachdem sie dann alle zusammen ganz erstaunt den allerersten Dinosaurier, einen Brachiosaurus, gesehen haben, hätte ein Alan Grant irgendwann John Hammond nach der Geschwindigkeit dieser Tiere gefragt. Daraufhin wäre John Hammond auf einen Giganotosaurus eingegangen, denn bei dem Tier haben sie bereits die Geschwindigkeit messen können. Das heißt, hier haben wir jetzt unsere erste kleine Änderung. Der Giganotosaurus wird jetzt hier mehr in den Mittelpunkt gestellt als eben der T-Rex, denn den T-Rex haben wir in diesem Szenario logischerweise nicht. Wie in jedem Was-wäre-wenn-Szenario versuche ich jetzt hier live vor der Kamera, während ich rede, mir die Geschichte selbst zu entwickeln, wie sie hätte ablaufen können, wenn man sich überlegt, was wäre wirklich passiert, wenn. Das heißt, ich habe hier eigentlich nie ein Skript und quatsch quasi jetzt mit euch zum allerersten Mal auch dann darüber. Ich kann euch also nicht versprechen, ob auch in diesem Was-wäre-wenn-Szenario wirklich extreme Veränderungen stattfinden würden. Allerdings glaube ich doch, dass wir, wenn wir hier genau drauf achten, das ein oder andere Ergebnis hätten, das dann doch stark von den Hauptfilmen abweicht. Können wir hier nochmal ganz kurz darauf eingehen, auf eine Sache, die viele immer wieder extrem bescheuert finden, dass in Jurassic World Fallen Kingdom der T-Rex Blut an Blue spenden kann, wo sehr viele sagen, wow, das dürfte eigentlich gar nicht gehen. Doch tatsächlich ist das wirklich der Fall, weil ja der ursprüngliche T-Rex, die DNS vom T-Rex ist ja die ursprüngliche DNS, aus welcher alle anderen Saurier eben auch geklont wurden. Von daher finde ich, das passt schon. Da wollte ich nur mal ganz kurz einhaken, ist mir eben gerade so eingefallen, dass man da diesen kleinen Moment noch irgendwie in Schutz nehmen könnte. Jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Giganotosaurus und unsere Helden fahren eben auch am Gehege vom Giga vorbei. Don Hammond freut sich schon drauf, wie die Gruppe reagieren würde, wenn das Tier nun endlich am Gehege erscheint. Doch seltsamerweise taucht der Giga erst einmal nicht auf. Ja, das Szenario hier
ähnelt erneut dem aus dem allerersten Jurassic Park Film. Auch ein Dr. Alan Grant erwidert hier, dass der Giga das mächtigste Tier aller Zeiten, was es im Jurassic Universum nun mal ist, nicht gefüttert werden will, sondern dass es jagen möchte. Hier haben wir jetzt auch wieder die Ziege, die erst einmal unbeobachtet und unbehelligt vom Giganotosaurus an dieser Leine dranhängt. Das Szenario hier passiert nun weiterhin genauso wie eben auch im Film. Unsere Helden drehen dann irgendwann wieder um mit den Fahrzeugen, wo ich persönlich bis heute nicht verstanden habe, wie die Fahrzeuge, die auf den Schienen in eine Richtung fahren, wieder umdrehen konnten. Gibt es da eigentlich eine offizielle Erklärung für? Müsste ich irgendwie mal nachschauen. Da wird es bestimmt auch irgendwie einen Hintergrundgedanken geben. Ich meine, Spielberg denkt öfter mal extrem viel über seine Sachen nach, die wir als Zuschauer dann überhaupt nicht sehen. Auf jeden Fall hätten wir dann das Nachtszenario. Dennis Nedry würde die Embryos stehlen und eben alle Sicherheitssysteme ausschalten. Der Giganotosaurus würde genau jetzt merken, dass die Zäune nicht mehr unter Strom gesetzt sind und würde aufgrund dessen das Gehege verlassen können. Erinnert ihr euch noch an das Was-wäre-wenn-Szenario mit dem Spinosaurus? Also was wäre, wenn der Spinosaurus in Jurassic Park 1 gewesen wäre, wo ich noch gesagt habe, ja, der wäre auf jeden Fall sehr viel aggressiver als der T-Rex gewesen. In diesem Fall jetzt hier wäre es genau andersrum. Der Giga wäre zu Beginn sehr viel langsamer und sehr viel vorsichtiger als der Tyrannosaurus Rex gewesen. Das heißt, das Tier, und ich bringe jetzt hier wieder meinen Piranha-Vergleich, wäre quasi nahezu schwebend aus dem Gehege herausgelaufen, hätte seinen schwerfälligen Körper hinausbewogen und hätte erstmal die Fahrzeuge mit den Augen mehr oder weniger unter die Lupe genommen. Der T-Rex kommt ja aus dem Gehege raus und brüllt erstmal, das wäre jetzt hier nicht der Fall, denn das Tier wäre noch nahezu in einem Ruhezustand und eben noch nicht bereit für die Jagd. Allerdings würde auch hier eine Lex versuchen, mit einer Taschenlampe... Was hat die eigentlich da gemacht, die blöde Kuh? Allerdings würde auch in diesem Szenario eine Lex mit ihrer Maglite-Taschenlampe die Aufmerksamkeit des Tieres auf sich lenken. Der Giga würde reflexartig und sehr schnell reagieren. Das heißt, in einer Geschwindigkeit, wie wir sie auch in Jurassic World Dominion beobachten können, wo wir ja sehen, wie der Giganotosaurus plötzlich auf Macy zurennt und eben versucht, sie zu fressen. Und das Einzige, was Macy retten kann, sind quasi die Metallstäbe an der Seite von der Leiter, auf der Macy eben nach oben klettern möchte. In diesem Fall jetzt hier wäre der Giga also wie aus dem Nichts auf das Auto von Lex und Tim zugeschossen und hätte das Auto mit einem Bissen einmal quer übers Feld gefeuert. Der Wagen wäre auch hier auf dem Dach gelandet, die Kinder wären nun mitten auf der Straße und der Giga würde mit dem Fuß auf das Auto drauftreten. Ian Malcolm und Alan Grant hätten natürlich schnell eingreifen müssen, denn auch hier wäre Alan Grant auf die Idee gekommen, mit einer Leuchtfackel das Tier vom Auto der beiden Kinder wegzulotsen. Das Dumme an der Geschichte wäre allerdings, dass der Giga ja nicht die Sehschwäche hat, die der T-Rex ja mit sich bringt und Alan Grant von Anfang an wahrnimmt, auch wenn der sich eben nicht bewegt. Ich weiß, in Jurassic World Dominion haben wir ganz kurz den Moment, wo beide sagen, don't move, aber das ist einfach Bullshit. Das ist nur drin, damit jetzt unsere beiden Main-Character, der eine aus Jurassic World, der andere aus Jurassic Park, dass die eben nochmal diesen Spruch ablassen können. Es gibt kein Indiz dafür, dass der Giga ebenfalls so eine Sehschwäche hat wie der T-Rex und das wird auch später nie wieder aufgegriffen. Von daher, nee, also solange wir nicht offiziell irgendwas haben, dass das so ist, würde ich einfach mal sagen, das stimmt nicht. Der Giga sieht ja unsere Helden auch in der Szene hier in Jurassic World Dominion, wo er um das Auto herumschleicht. Er greift halt nur nicht an. In diesem Was-wäre-wenn-Szenario allerdings wäre der Stressimpuls des Giganotosaurus direkt auf 180 und das Tier wäre genauso schnell, wie es nun eben an den Autos oder am Auto von Lex und Tim gewesen ist, nun auch auf der Jagd nach einem Dr. Alan Grant, der natürlich, so schnell er kann, irgendwie versucht, in den Dschungel zu rennen und während er rennt, noch zu Ian Malcolm zurückschreit, holen sie die Kinder. Ian Malcolm steigt aus dem Auto aus und der Giganotosaurus nimmt ihn auch gerade noch so wahr, allerdings ist er mehr hinter Grant her, da der immer noch die Leuchtfackel in der Hand hält und das den Giga weiterhin sehr viel mehr anlockt. Grant und der Riesenpredator verschwinden also nun im Dschungel und Ian Malcolm schafft es, Lex und Tim aus dem Fahrzeug zu befreien. Auch ein Donald Gennaro, der ja kurz vorher natürlich auf dem Klo verschwunden ist, es ist egal, wie man das Ganze dreht und wendet, Donald Gennaro landet in jedem Was-wäre-wenn-Szenario in diesem Setting hier einfach auf dem Klo. Es ändert sich bei dieser Figur einfach nichts, gar nichts. Naja, auf jeden Fall wäre dann eben auch Donald Gennaro auf dem Klo, dieses Mal allerdings nicht gestorben. Denn auch der hätte nun mitbekommen, dass der Giganotosaurus und eben auch Alan Grant im Dschungel verschwunden wären. Ian Malcolm würde panisch durch die Nacht schreien, helfen Sie mir und daraufhin würde sogar ein Donald Gennaro aus der Klokabine herauskommen und versuchen, Ian Malcolm zu helfen, die beiden Kinder aus dem Auto herauszubringen. Die Kinder wären deutlich schwerer verletzt, da das Auto ja wirklich auf dem harten Asphalt gelandet ist und eben die gesamte Apparatur nach unten gequetscht wurde.
Doch letztendlich wäre es beiden gelungen, die Kinder Lex und Tim aus dem zerstörten Fahrzeug herauszuholen. Alan Grant hat es vorerst geschafft, dem Tier zu entkommen. Die Leuchtfackel brennt noch immer auf dem Boden, auf einer Lichtung, wo Alan Grant sie hingeschmissen hat, und er selbst hat sich leise im Wald versteckt. Der Giga reagiert zwar nicht nur auf Bewegung, dennoch aber auch sehr stark auf Licht, gerade eben in der Dunkelheit. Das Tier brüllt also durch die Nacht hindurch. Alan Grant ist fürs Erste dort gefangen, also er kann nicht einfach dort weggehen, weil der Giganotosaurus ihn sonst wieder wahrnehmen würde. Instinktiv hofft er allerdings, dass das Tier jetzt nicht wieder umdreht und zurückmarschiert, und genau das passiert allerdings. Der Giga läuft zum Ursprung zurück, quasi dahin, wo er auch hergekommen ist, jedoch findet er dort weder Ian Malcolm noch Donald Gennaro noch Lex und Tim vor. Die haben es nämlich noch rechtzeitig geschafft, durch die Tunnel hindurch zu entkommen und sich ebenfalls im Dschungel mehr oder weniger zu verstecken. Nach und nach brechen aber auch, wie im Original Jurassic Park Film, weitere Sicherheitssysteme in sich zusammen und eben die gesamten Zäune fallen aus. Alan Grant würde sich also nun alleine durch den Jurassic Park manövrieren müssen. Und dabei würde er natürlich einen komplett anderen Weg gehen als im Film, da er ja nie das Gehege runtermarschieren musste. Nein, er läuft jetzt quasi den gesamten Weg außenrum, während ein Ian Malcolm und die Kinder den anderen Weg herlanglaufen und eben dann versuchen, zurück zum Besucherzentrum zu gelangen. Einige von euch haben mir in die Kommentare mal unter ein Was-wäre-wenn-Szenario geschrieben: Tobi, hätten die Figuren nicht aber eigentlich auch das andere Fahrzeug noch nehmen können, was nicht zerstört gewesen ist, um irgendwie zurückzufahren? Und ich habe da mal nachgeschaut gehabt, nee, das hätte nicht funktioniert, weil sind nicht auch die gesamten Schienen ausgefallen durch Dennis Nedrys Aktion? Also hat er nicht sogar das abgeschaltet und deswegen ging es ja auch nicht mehr weiter an diesem Punkt. Ich glaube, so war das auf jeden Fall gewesen. Deswegen müssen unsere Helden nun eben durch den Dschungel laufen. Natürlich würden Robert Muldoon oder auch Ellie Sattler keine Ahnung davon haben, dass es eigentlich allen soweit gut geht. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass hier kein einziger der Hauptfiguren gestorben ist. Trotz allem würden Robert Muldoon und Ellie Sattler die Gefahr auf sich nehmen und würden mit dem Fahrzeug zum Gehege des Giganotosaurus fahren, um eben nachzuschauen, was dort passiert ist. Dort finden beide keine einzige Leiche vor, denn sie haben ja alle überlebt, merken aber, dass das Tier ausgebrochen ist und sehen eben auch das zerstörte Auto, in welchem vorher Lex und Tim gesessen haben. Plötzlich taucht aus dem Dschungel heraus ein Dr. Alan Grant jedoch wieder auf, der sich nämlich auf den Weg zurückgemacht hat, da er eben die Orientierung im Jurassic Park überhaupt nicht gehabt hätte. Wenn er den Schienen folgt, die ja am Boden sind, dann kommt er auch zum Besucherzentrum zurück und ansonsten hat er eben keine andere Orientierung. Das heißt, Alan Grant taucht plötzlich wieder auf, sieht Ellie Sattler und auch ein Robert Muldoon und schreit einfach nur: Wir müssen hier weg, wir müssen hier sofort weg. Quasi die Szene, die wir mit Dr. Ian Malcolm bekommen haben, haben wir nur mit einem Dr. Alan Grant bekommen, und alle drei steigen ins Auto rein. Ellie und Muldoon wissen noch gar nicht genau, worum es hier gerade geht. Man kann sich's aber eben ungefähr denken. Auf einmal platzen im Hintergrund die Bäume auseinander und der Giganotosaurus kommt aus dem Nichts hervor. Das Tier ist wesentlich robuster und ja, laut offiziellen Angaben der offiziellen Jurassic Lore auch um einiges schneller als der T-Rex, was wir jetzt hierbei einfach nicht auslassen dürfen. Im Film Jurassic Park sehen wir nämlich, wie der Tyrannosaurus Rex ziemlich nah am Auto dran gewesen ist. Ich meine, er schafft es ja sogar einmal, das Auto mit dem Kopf zu rammen, und er ist immer sehr nah hinten dran. Wäre er nur ein bisschen schneller gewesen, hätte der Rex sehr wahrscheinlich wesentlich bessere Chancen gehabt, an unsere Helden ranzukommen. Und ja, der Giga hat diese Chancen nun einfach mal. Das können wir jetzt nicht unbedingt irgendwie wegignorieren. Ich meine, Ellie Sattler und Robert Muldoon wären beide wieder auf ihren Sitzen, während Alan Grant hinten auf der Rückseite des Fahrzeugs sitzen würde. Muldoon würde Grant sein Gewehr reichen, mit welchem er in der Lage gewesen wäre, den Giganotosaurus zu betäuben. Allerdings hat Grant keine Schusswaffenerfahrung. Ich komme immer wieder auf die eine Szene zurück, wo wir sehen, dass Grant es nicht schafft, einen Raptor zu treffen, der direkt vor ihm steht, mit einer Schrotflinte. Auch hier würde ihm einfach die Erfahrung fehlen, logischerweise. Ich meine, das Auto wackelt auch, das Tier ist hinter einem her, es regnet, es ist dunkel. Grant würde es einfach nicht schaffen, diese Waffe nachzuladen und wäre das erste Opfer des Giganotosaurus. Das heißt, Grant wäre vom Rücksitz des Autos, das ihn eigentlich hätte retten können, heruntergerissen und wird gefressen. Das Tier lenkt daraufhin aber erst einmal zurück ab in den Dschungel und verschwindet. Unter großer Trauer kehren Robert Muldoon und Ellie Sattler aber dann zurück zu John Hammond, und auch ein John Ray Arnold ist ja bereits schon unterwegs, um den Strom wieder anzuschalten. Der kehrt natürlich hier auch nicht hin zurück. Ellie Sattler ist zwar sehr geknickt und naja auch gebrochen, weil Alan Grant gerade gefressen wurde, allerdings macht auch sie sich hier wieder auf den Weg mit Robert Muldoon, um den Stromgenerator wieder neu anzuschalten. Das Szenario hier wäre ähnlich verlaufen. Man könnte es allerdings hier dann doch noch so drehen, dass aufgrund dessen, dass Alan Grant gefressen wurde, Ellie Sattler so durch den Wind gewesen wäre, dass sie nicht genug Konzentration gehabt hätte, um
diesen Strombunker rechtzeitig zu erreichen. Ich meine, wir sehen ja auch, sie fällt ganz kurz hin im Original Jurassic Park Film und Verlust kann einen nun mal ziemlich stark beeinflussen, auch beeinträchtigen in dem, was man denkt, wie man handelt und alles drum und dran. Das könnte also auch bedeuten, dass Ellie Sattler hier gar nicht bei der Sache gewesen wäre und es nicht geschafft hätte, den Strom anzuschalten, bevor der Velociraptor aus dem Strombunker herausgekommen wäre. Ellie Sattler wäre nun also hier dem Riesenbiest zum Opfer gefallen, aufgrund dessen, dass sie eben nicht bei der Sache war und der Strom des Parks wäre nicht wieder angeschaltet gewesen worden. Das heißt, hey, in diesem Fall gäbe es auch nicht wirklich Hilfe, die hätte gerufen werden können oder ähnliche Sachen, die nach außen hätten dringen können. Robert Muldoon wäre ebenfalls dem Velociraptor zum Opfer gefallen, da hätte sich jetzt gar nichts dran verändert. Ian Malcolm, Lex und Tim und auch der Anwalt Donald Gennaro, den darf ich jetzt unbedingt nicht vergessen, wenn der jetzt schon mal nicht gestorben ist, die sehen auf jeden Fall, wie der Giganotosaurus später auf einer Steppe den Gallimimus hinterherjagt. Allerdings nicht dieselbe Steppe, die wir auch im Film sehen, das hier ist eine andere, weil eben ja auch ein anderer Weg eingeschlagen wurde. Letztendlich schaffen sie es dann aber auch zurück zum Besucherzentrum und nehmen das allererste Mal Kontakt mit John Hammond auf. Denn die Walkie-Talkies sind ja nicht an das gesamte Netz des Parks gebunden, nein, die gehen auch separat oder sind auch separat davon funktional, das sehen wir auch im Film. Und durch diese separaten Sprechanlagen oder eben auch Walkie-Talkie-Einheiten könnten dann auch ein Ian Malcolm und Co. Kontakt mit John Hammond aufnehmen. Der würde der Gruppe dann aber eben verraten, dass weder ein John Ray Arnold noch eine Ellie Sattler noch ein Robert Muldoon irgendwie wieder zurückgekommen ist. Alle drei sind auf dem Weg zum Strombunker gewesen, aber keiner hat es geschafft, den Strom wieder wirklich anzuschalten. Das heißt, ab jetzt haben wir eine neue Aufgabe für unsere Helden. Jetzt ist es an der Sache von Ian Malcolm und einem Donald Gennaro, den Strom wieder anzuschalten. Die Kinder werden natürlich im Besucherzentrum gelassen, weil sie dort in Sicherheit sind. Allerdings ist das nicht ganz richtig, denn natürlich wissen wir, dass die Velociraptoren kurz danach auch im Besucherzentrum aufschlagen und die Kinder quer durch die Küche jagen. Parallel zu diesem Szenario wären Donald Gennaro und ein Dr. Ian Malcolm im Elektrobunker gewesen. Dieser Elektrobunker wäre natürlich erstmal leer. Wir wissen ja, dass zwei Velociraptoren von drei in der Küche sind, während Lex und auch Tim in der Küche sind. Das heißt, das ganze Küchenszenario spielt sich genauso ab wie auch im Film. Malcolm und Gennaro würden sich nun also dem Strombunker nähern und John Hammond würde ihnen genau erklären, was sie jetzt eben zu tun haben. Beide entdecken natürlich ja auch die zerfressene Leiche von Dr. Ellie Sattler und nähern sich dann eben dem Schaltsystem des Parks. Hier schafft es Ian Malcolm dann, den Strom wieder komplett einzuschalten, was zum Glück passiert ist, denn ansonsten hätten Lex und Tim sehr schlechte Karten gehabt. Wir sehen ja, wie Lex und Tim aus der Küche rauskommen und die Velociraptoren rennen ihnen noch hinterher. Dann treffen im Originalfilm Alan und Ellie auf die Kinder, die sie dann beide nehmen und sich mit ihnen im Kontrollzentrum verstecken wollen. Und Alan Crane schreit immer nur, aktiviert die Türschlüssel. Diese Türschlüssel könnten nicht aktiviert werden, wenn Ian Malcolm den Strom nicht aktiviert hätte. Allerdings muss ein Dr. Alan Grant im Originalszenario auch einen ausgewachsenen Velociraptor davon abhalten, den Raum zu betreten. In dem Szenario jetzt hier wäre es allerdings ein Tim, der versuchen müsste, die Tür zuzuhalten, während Lex den Computer steuert und der Velociraptor dagegen rennt. Das würde nicht funktionieren, egal wie ich jetzt versuche, es zu drehen und zu wenden. Das wäre auf jeden Fall das Ende von Lex und Tim gewesen. Wir können das Szenario jetzt höchstens so weiterspinnen, dass Tim würde es einfach erwischen. Tim wäre jetzt hier am Ende. Der Velociraptor würde die Tür aufkriegen und sich sofort auf Tim stürzen und eben Tim fressen. Lex könnte natürlich jetzt irgendwie um den Velociraptor herumrennen und abhauen, allerdings wäre das Ganze eher unrealistisch. Vor lauter Schockstarre und Angst wäre Lex überhaupt nicht in der Lage, so schnell zu reagieren und irgendwie zu überlegen, was sie als nächstes machen sollte. Und auch sie wäre jetzt in dem Szenario vom Velociraptor gefressen worden. Der Strom ist nun also wieder angeschaltet und Donald Gennaro und Ian Malcolm machen sich auf in das Besucherzentrum, um eben zusammen mit Lex und Tim Hilfe zu rufen. Oder zumindest von der Insel zu fliehen. Ein John Hammond würde in der Zwischenzeit logischerweise um Hilfe rufen können, beziehungsweise würde der eben den Helikopter organisieren können, der auch später im Originalfilm die Gruppe von der Insel wegbringt. Allerdings müssten hier Ian Malcolm und Donald Gennaro feststellen, dass es Lex und Tim leider erwischt hat, beziehungsweise finden sie beide nicht mal, also die kommen nicht mal so weit vor, weil die Velociraptoren immer noch in der Nähe sind. Und das wird jetzt sehr vielen nicht passen, aber ich glaube, das wäre kein falsches Szenario, wenn wir uns mal daran erinnern, wie ein Donald Gennaro reagiert hat, der Tyrannosaurus Rex eine Ziege gefressen hat. Und da waren auch alle Systeme aktiv. Da ist ja noch nichts
Und da wusste man noch nicht, dass der T-Rex gleich ausbrechen wird. Da ist Donald Gennaro ziemlich ausgeflippt und ist quasi ins Klo geraten und hat sich dann da versteckt. Was würde ein Gennaro denn wohl machen, wenn er mit einem Ian Malcolm unterwegs gewesen wäre und die Velociraptoren würden Jagd auf beide machen? Gennaro und Malcolm würden sich beide in einem bestimmten Bereich, sagen wir dem Küchenbereich, verstecken, da sie eben nach Lex und Tim suchen und eben denselben Weg gegangen wären wie Lex und Tim. Das müsste jetzt nicht zwingend passieren, weil auch Alan und Ellie ja auf Lex und Tim treffen, später nach dem Küchenszenario und die auch von der anderen Seite kommen. Ein Donald Gennaro würde definitiv keine Sekunde zögern, um Ian Malcolm zu opfern. Genau das würde auch hier in diesem Szenario passieren. Denn während die Velociraptoren auf der Pirsch sind, nach Ian Malcolm und Donald Gennaro, würde Gennaro Ian Malcolm einfach beim Wegrennen zur Seite schubsen, ihm das Bein stellen, Malcolm würde hinfallen und die beiden Velociraptoren würden sich auf ihn stürzen. Ich finde, aus irgendeinem Grund ist dieser Arschloch-Move, das ist Donald Gennaro. Das ist der aus den Filmen, das würde der auch machen. Gennaro würde sich dann natürlich auf den Weg zum Helikopter machen, wo ja ein John Hammond bereits mit dem Helikopterpiloten zusammen wartet. Er würde durchs Besucherzentrum hindurchrennen. Auf einmal würde der Giganotosaurus aus dem Nichts heraus ins Zentrum reinpreschen, wie es auch der T-Rex im Originalfilm gemacht hat. Nur dass wir jetzt hier keine Velociraptoren mehr hätten, die der Giga hätte angreifen können. Nein, er schnappt sich sofort einen Donald Gennaro und das ist auch das Ende des Anwalts hiermit. Ja, in diesem Szenario hat dann zum Schluss nur noch John Hammond überlebt, der es dann eben auch von der Insel herunterschafft und okay, wenn wir mal ehrlich sind, wäre John Hammond sehr wahrscheinlich auch nochmal zurückgelaufen, hätte nach Lex und Tim, also eben seinen Enkelkindern, schauen wollen und wäre dann dabei sehr wahrscheinlich auch gestorben. Es war jetzt relativ wenig Giga für ein Was wäre, wenn der Giga hier im Video. Ich weiß, wie gesagt, ich denke mir das alles relativ frisch aus, wenn ich die Videos hier aufnehme. Es ist nicht immer so, dass sich extrem viel verändert. Ich habe mir jetzt auch sehr viel aus dem Hut herausgezaubert. Allerdings wäre sehr interessant, was denn danach mit der Geschichte passiert wäre. Hätte ein John Hammond dann nicht auch auf der Isla Sorna zwei T-Rexe geklont oder im Endeffekt drei. Wir wissen ja, dass der aus Jurassic Park 3 nochmal ein anderer T-Rex gewesen ist, weil es gäbe ja hier in dem Szenario keine T-Rex-DNS, sondern nur die Giga-DNS. Das heißt, es wäre auf der Isla Sorna so gewesen, dass wir anstatt zwei T-Rex zwei Gigas gehabt hätten, plus noch den einen extra Giga, der ja in Jurassic Park 3 dann quasi den T-Rex ersetzt hätte, der aber dann aufgrund seiner enormen Kraft den Spinosaurus hätte getötet, dann wäre das Szenario auch wieder anders gewesen. Übrigens wäre dann auch in Jurassic World wahrscheinlich der Giga das Hauptmaskottchen gewesen. Der würde sich dann jetzt über die Filme weiter hinweg immer wieder behaupten. Das Szenario könnte man jetzt quasi auch noch so weiterspinnen, allerdings habt ihr mich gefragt, ey, was wäre denn, wenn der Giga in Jurassic Park 1 gewesen wäre? Das hier ist auf jeden Fall meine Antwort dazu. Wie gesagt, es gibt 50.000 andere Varianten, die man hätte weiterspinnen können. Die kannst du mir jetzt auf jeden Fall in die Kommentare unten reinschreiben. Was sagst du? Was hättest du anders gemacht als ich? Wie wäre dein Szenario ausgegangen? Ich freue mich auf jeden Fall drauf, eure Kommentare zu lesen und bin raus für heute mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.